Hallo und herzlich willkommen bei Dummies Tikuri. Heute ein sehr spannendes Duell zwischen Daniel und mir. Ja. Ich spiele Sotella Knights. Und du, Melvin? Ich spiele auch ein Deck. Ja. Er möchte uns noch nicht verraten, was für ein Deck. Aber ich denke, es ist sehr stark. Es ist auf jeden Fall sehr stark. Eine 1. Eine 2. Dann. Wer fängt denn an? Fang ich mal an. Okay. Ich aktiviere Sündenpenner, dadurch darf ich alle Penzolia-Karten in die Hand nehmen. Du hast gewonnen. Ich suche mir den Rechner am Penzolia. Nee, ich muss Penzolia noch beschwören. Toll. Ich hab noch nicht gewonnen. Hätte ich mal lieber Wähler. Ich suche mir den linken Arm Penzolia, den Kopf Penzolia. Das linke Bein Penzolia und die rechten, das rechte Bein Penzolia habe ich auch gehabt. Weil ich jetzt alle Penzolia-Teile habe, habe ich das Game plus gewonnen. Plus 4 und win. 1-0. Game 2. Ja, guck mal, er hätte noch was gebracht, hätte ich angefangen. Ja. Obwohl, was sagt er? Nicht vom Deck auf die Hand, ja. Aber bei so einem Penner steht in die Hand. Ja. Ich nehme ihn nicht auf, sondern in die Hand. Oder einfach, er zieht die Karte vom Deck. Das ist wirklich in die Hand, also dürfte ich das. Wer fängt denn an, Daniel? Ich fang mal an. Oh, risky. Ups, ich hab 6 Karten gezogen, aber die zieh ich dann gleich. Du spielst ja keine Handshakes. Doch, tausende. Tja, was macht man denn gegen so ein Deck? Nichts, aufgeben, weinen. Ein ganz chillter Start. Ja. Den Denhab. Dem Alter hier. Wähler. Drei Set und du bist dran. Kommt drauf an, wie viel du annullieren kannst. Pennerstrudel-Effekt. Oh, Beschwöre Fusionskarten. Ja. Geht okay. Ist okay? Ja. Geht okay. Wen nehmen wir? Okay, klar. Falls die Leute, die hier zugucken, den Effekt nicht kennen, der Effekt des Monsters ist so viele Fusionsmonster, wie er will, vom Extra-Deck zu beschwören. Ist jetzt nicht so gut, die Karte. Das stimmt nicht, der Effekt ist beschwöre Fusionskarten. Ja, also ist nicht once per turn oder so. Ich guck gerade, ob ich noch andere beschwöre. Wahrscheinlich nicht. Nein, ich möchte nur Bombe beschwören. Aktiviere Bombes-Effekt. Moment. Ja. Und summon. Das war sehr gut. Sag ich nicht, ultimative Penner-Fusion. Macht. Ich darf Fusionskarten ohne Penner-Strudel und ohne Fusionsmaterial beschwören. Oh, okay. Karten, also auch wieder mehrere. Beschwöre ich mal Michael Penson. Effekt. Er zerstört alle Karten außer Michael Penson. Kette ich den Call noch an. Risky. Ja, Response. Dann auch Swag hätte ich ihn nochmal. Mhm. Jetzt werden alles zerstören, ne? Ja. Krieg den Search noch. Wie viel Attack hatte? 8000. Ja, Search erstmal. Ja, gut. Ich bin den Ulu-Kerlei auf die Hand. Da aktiviere ich Penner-Armee. Ich darf so viele Penner-Karten auf dem Friedhof wie möglich beschwören. Oh, die Karte ist ja echt gut. Beiden. Herr Bombe ist ein Penner? Ja, Penner. Oh. Penner-Strudel-Effekt. Hol ich mir Penner-Zerstörer. Okay. Der kriegt 1000 pro Penner, also er hat gerade 4000. Mhm. Und da muss ich jetzt nochmal gucken. Und Millionär. Okay. Millionärs-Effekt, ich darf einen Teil von Penzolia auf die Hand nehmen. Ja, wow. Macht aber einen Unterschied. Nimm den Kopf von Penzolia. Okay. Denn er kann direkt angreifen. Ich habe sowieso keinen Platz mehr in deiner Monsterzone. Ja, egal. Und ich habe auch keinen Monster. Attack-Bombe. Okay. Verliere ich 0. 5000. Mhm. 1000. Ja. 800. 8000. Ja. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Da sieht man einfach mal, wie schlecht Penner ist. Zu stark.